Manchmal frage ich mich, jetzt wo nach der Beschäftigung mit der Permakultur und der größeren Ernte, Erntedankfest kann doch nicht so im September oder im Oktober sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Ist doch viel, sollte normalerweise im August beziehungsweise jetzt so Anfang September sein, weil jetzt kommen so langsam die Ernten beziehungsweise da die ganze Kraft und Energie, die man jetzt in den Garten reingesteckt hat, kommt in Hülle und Fülle heraus. Und aus dem Grund ist jetzt mein persönlicher oder aus meiner Sichtweise das Erntedankfest jetzt hier in diesem Video beziehungsweise im August, im September. Und ich möchte euch natürlich auch ein bisschen davon teilhaben, welche Ernten ich jetzt schon wieder machen durfte und was ich sonst noch alles hier in der Permakultur getan hat. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und jetzt, heute ist es ein verregnerischer Tag. Jetzt nach den 2 Wochen intensiver Sonnenschein bin ich jetzt hier auf der Terrasse, aber nicht auf dem gewohnten Hauptstuhl. Da wächst jetzt eine Gurke entlang in der Ranke und jetzt sogar noch eine schöne große Frucht. Da wird es dann heute nochmal schön was zum Essen geben, weil die Gurken, die sind leider dieses Jahr nicht so toll geworden. Jetzt manche haben sich jetzt wieder erholt, auch im Folientunnel. Durfte ich auch schon wieder ein paar ernten. Gestern, also wenn ich das Video jetzt gerade aufnehme, durfte ich gestern welche ernten. Schöne, saftige Schlangengurken. Also das sind jetzt eine der wenigen Gurken, die jetzt bei mir nochmal schön neu austreiben. Und auch diese Kälte, besser überstehen. Ich glaube, das ist die Sorte Gergania, das ist diese Freilandgurke aus Rumänien oder Tschechien, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Und das freut mich jetzt wirklich, dass die Gurken sich jetzt so langsam erholen, nach dem Juli, den wir jetzt so hatten. Das war jetzt so mehr weniger gut. Jetzt haben wir halt dann wieder diese regnerischen Tage, soll noch bis morgen anhalten, dann soll es wieder wärmer werden. Mal schauen, der Hochsommer ist ja jetzt schon vorbei und dennoch gibt es reichlich Ernten. Also Kartoffeln durfte ich ja en masse ernten, da habe ich auch schon ein Video gemacht, also so an die 100 Kilo muss ich sagen, und die Leute freuen sich wirklich sehr, was von der Kartoffelernte abzubekommen. Habe da auch schon vieles verteilt. Meine Mutter freut sich auch immer wieder an die Kartoffelernte, beziehungsweise an den ganzen Kartoffeln, die macht er auch ganz schön viel. Und sonst die Tomaten, also jetzt kommen kistenweise Tomaten, ernte ich auch schon jeden Tag und da weiß ich auch zum Teil gar nicht mehr wohin. Meine Mutter kocht sie ein für mich. Ich habe da keine Verwendung dafür aufgrund meiner Lebensweise beziehungsweise meiner Essgewohnheit. Da koche ich sowas nicht ein. Meine Mutter kocht das gerne ein. Die hat das jetzt schon auch ganz normal Tomaten eingekocht, wie man sie hat, so eine größere Tomatensoße einkocht. Sie hat sie auch entsaftet. Dann hat sie auch kleine Cocktailtomaten komplett eingelegt und in Einmachtgläser abgefüllt, beziehungsweise alles geschlossen sozusagen oder für den Winter halt einfach eingelagert. So, das wollte ich einfach mit dem sagen, das sind einfach solche Tomaten, die jetzt, wenn ich die an Leute weitergeben würde, die ich ungern weitergeben würde, weil die dann doch ein paar kaputte Stellen haben oder doch zu faulig sind und von der Pflanze abgefallen sind, und die sind meistens auch zum Teil Sorten dabei, die mir jetzt weniger schmecken. Die bekommt dann meine Mutter und sonst freue ich mich jeden Tag auf wirklich süße und saftige Tomaten, also ich esse jeden Abend ganz schön viele Tomaten, und jetzt hat es dann schon am Samstag angefangen, einfach im Gewächshaus und im Folientunnel richtig große die Tomatenernte zu machen. So ein Wetter ist natürlich nicht so optimal für die Tomaten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da ist schon wieder die Kraut- und Braunfäule, die Gefahr wieder sehr hoch, dass das wieder eintrifft, aber der Regen ist natürlich auch sehr gut gewesen. Jetzt ist schon einiges runtergekommen über die Zeit.
Und was gibt's sonst noch neben den ganzen schönen Tomaten? Da habe ich auch schon wieder den fünften Teil hochgeladen von meinem Tomatenvideo. Die ganzen Tomatensorten sind auch ein bisschen ein längeres Video. Könnt ihr gerne einschalten. Verlinke ich euch auch in der Infokarte oben. Und sonst neben den klassischen Tomaten gibt es natürlich auch Paprikas, durfte ich sehr viele ernten, auch in den bunten verschiedenen Sorten, auch Chilis, da möchte ich auch nochmal eine extra Reihe machen, beziehungsweise eine Sortenvorstellung, welche ich im Anbau habe. Auberginen durfte ich natürlich auch ernten, gebe ich alles an Freunden weiter, Bohnen, auch jeden Tag mindestens 1 Kilo, dann ganzes Kohlgemüse, auch Wirsing, Rotkohl und Grünkohl noch nicht, den könnte ich schon abernten, aber da, was mir aufgefallen ist beim Grünkohl, ist, dass der kleine unten am Stamm bzw. am Stiel anfängt zu schimmeln. Da habe ich einige Pflanzen und die fangen halt an unten zu faulen und da habe ich dann nicht die Stängel entfernt, also nicht die Stängel, sondern die Blätter unten, und da hat es dann angefangen zu faulen, als die dann ja nicht so luftdicht waren und die Blätter welk geworden sind, und 3-4 Pflanzen fangen dort das Faulen an. Ich weiß nicht, ob das auch irgendein was anderes sein könnte. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Pflanze unten nicht so ganz luftig ist, die kleinen Sorten. Und dass es deswegen anfängt an den Stellen zu schimmeln, habe ich nicht bei allen. Bei den größeren, das sind die ostfriesische Palme, da fangen die jetzt weniger an zu schimmeln, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Da, auch wenn sie sehr große Blätter haben, also bei der Palme, da habe ich jetzt weniger das Problem mit dem Schimmel. Da ist jetzt der Anbau momentan einwandfrei, da habe ich keine Probleme, wie ich finde. Und mit Kohlweißling habe ich jetzt auch keine Probleme. Ich habe überall Schlupfwespen und allgemein die Wespen, die auch überall rumfliegen und an dem Kohl die Raupen für das Gleichgewicht sorgen. Das finde ich wunderbar. Und sonst, wenn mal Kohlweißling aufkommt oder Fraßstellen, ich weiß nicht, ob auch Schnecken damit ranknabbern, auch bestimmt. Aber sonst ernte ich sie halt schon rechtzeitig und Freunde freuen sich wirklich über die kopfgroßen Kohlköpfe. Finde ich auch sehr wunderbar. Und sonst ernte ich auch sehr viele Wurzelgemüse, rote Beete. Natürlich habe ich da auch wieder ein bisschen das Problem mit Schnecken, die so ein bisschen ranknabbern, und auch die Wühlmaus, die da ein bisschen an den Wurzeln hoch knabbert, beziehungsweise auch mal eine ganze Wurzel auffrisst, dann ist es halt einfach so, die knabbert auch mir die ganze Zeit den Stangensellerie an. Den nutze ich natürlich auch, den entsafte ich auch gerne, den Staudensellerie. Und wenn der halt dann notgezwungen von der Wühlmaus zwangsgeerntet wird, auch wenn ich ihn ein bisschen größer haben möchte, ja, dann ist es halt so, dass es halt einfach Natur gehört auch dazu, dass halt Wühlmäuse damit daran knabbern, auch an der roten Beete. Aber trotzdem habe ich auch genug auf dem Feld, da kann sie sich auch gerne bedienen. Also ich muss sagen, ich habe auch wirklich riesen rote Beete, die ich mit ernte, und da ist es für mich wirklich kein Problem, dass die mal 1 oder 2 rote Beete mal für sich beansprucht oder einfach mal anknabbert, und dann gebe ich sie auch gerne meiner Mutter, die macht auch immer was Schönes damit, weil der sind diese Fraßstellen auch relativ egal. Weiteres Wurzelgemüse, ich durfte jetzt auch die letzten Tage Möhren und Zwiebeln ernten, also Zwiebeln sowieso schon die ganze Zeit, also da habe ich auch schon wirklich faustgroße Knollen ernten dürfen. Und bei den Möhren ist es halt so, dass ich diese gelbe Sorte aus Frankreich, glaube ich, habe, und da habe ich sie halt auch zum Teil wieder zwangsgeerntet, weil die Schnecken anfangen
das Kraut bzw. die Karotte auch anzufressen. Deswegen dachte ich mir, ja gut, ich möchte ja nicht nur anbauen, damit die Tierchen etwas haben, sondern auch für mich, damit ich auch etwas habe. Und dann habe ich halt die Möhren geerntet. Und da muss ich schon wirklich sagen, da habe ich mich sehr gefreut. Also da waren wirklich riesen Oschis dabei. Also wirklich solche langen 30 cm Pfahlwurzeln waren da wirklich mit dabei. Schön gerade. Natürlich habe ich auch krumme Dinger mit dabei gehabt. Also so Möhren, die ausschauen wie Beine, die so verschränkt sind oder kreuz und quer in alle Richtungen wachsen. Ich habe da wirklich so schöne Möhren, also wirklich so schöne Möhren mit dabei gehabt, die in allen Richtungen wachsen. Und ich weiß nicht, das ist wieder so eine Freude zu sehen, wenn man dann solche Möhren einfach sieht, die nicht so ausschauen wie im Laden. Das ist dann, da freue ich mich wirklich sehr. Ich habe sie alle entsaftet, habe da wirklich einen schönen Möhrensaft zum Trinken. Und ja, der schmeckt, also wirklich dieser eigenen Möhrensaft. Und ich bin wirklich sehr froh über den Möhrenanbau von diesem Jahr, dass da wirklich so schöne, also wirklich für meine Verhältnisse, so schöne Möhren gewachsen sind. Weil vor meiner Permakultur habe ich ja zwei Jahre lang hier im Garten meiner Eltern Möhren ausgesät und auch bei einem Freund habe ich meine kleine Parzelle bekommen. Und ich muss sagen, ich wollte schon immer da Möhren aussehen, hat aber nicht funktioniert. Also da sind immer so kleine Dinger rausgekommen oder die sind überhaupt nicht gekeimt oder der Boden war nicht locker genug. Und jetzt nach den 2 Jahren, also jedes Jahr ist es immer ein bisschen besser geworden, und jetzt so nach dem 4. Jahr, glaube ich, insgesamt, habe ich dann wirklich solche großen Möhren. Da muss ich schon sagen, immer dranbleiben, und dann wird es schon jedes Jahr immer neu probieren, neu versuchen, neue Tests machen. Und zum Beispiel mein Selbstversuch vom Gewächshaus, die Möhren haben die Schnecken komplett aufgefressen. Kann ich nichts machen. Die sind aufgegangen, die sind gekeimt, aber dann nach dem Regen haben die Schnecken dann alles komplett weggefressen. Na, habe ich wenigstens den Pokaschi und den Pferdemist für nächstes Jahr eingearbeitet. Warum denn nicht? Gehört halt auch mit dazu. Und neben den reichlichen Ernten von den ganzen Kohlköpfen, von den Möhren, von den Tomaten, von den Auberginen, habe ich auch schon angefangen, Samen zu nehmen von allem Möglichen. Also wirklich von allen. Also von Tomaten, da habe ich auch schon in den Gläsern die Gärung genommen, habe auch schon schön Samen genommen von allen Sorten. Also da habe ich schon alle auch abgepackt. Also wer da Interesse hat, kann mich gerne anschreiben, so viele Sorten wie ich da habe. Also alle, die ich zum Beispiel in meiner Tomatenreihe abgefilmt habe, da habe ich die Tomatensamen. Können sich dann gerne Leute melden, wenn ihr wirklich welche haben wollt. Auch Samen sind natürlich alle samenfest. Gurken habe ich auch schon die ersten genommen. Unten liegt gerade eine Schlangengurke, die dann schon gelblich wird. Möhrensamen haben wir schon genommen, Salat, Sonnenblume, Facelia, Buchweizen, also alles Mögliche, was reif wird. Auch rote Beete, Mahngold, alles, was ich einfach zum Blühen gebracht habe und Samen genommen habe. Von den allen habe ich dann die Samen genommen, einfach für nächstes Jahr, damit ich mir jetzt weniger Samen zukaufen muss und ich einfach genug Samen habe zum Weitergeben, zum Ausprobieren, zum Rumwerfen, Samenbomben bauen, keine Ahnung. Das ist immer etwas Schönes, sein eigenes Saatgut zu nehmen und das auch wirklich auch zu verteilen. Das sage ich ganz klar, auch um die Hybridsamen und die ganzen Patente mit den ganzen Samen, was für mich auch mehr eine Frechheit ist, weil die Natur sollte man ja nicht patentieren können, ist allgemein gut, auch die Samen. Und wenn, okay, dass man damit Geld verdient, ich meine, das steckt auch Arbeit dahinter, das Saatgut zu ernten und abzupacken, gehört ja auch alles mit dazu. Und da ist es auch nicht verwerflich, ist eine kleine Aufwandsentschädigung dafür einzurichten. Aber wie gesagt, nochmal so eine kleine Aufforderung an euch. Nehmt doch einfach das Saatgut und verschenkt es auch. Gebt den Leuten, zum Beispiel auch euren Nachbarn,
Bekannten im Umkreis, Leute, die noch nie etwas mit dem Gärtnern zu tun gehabt haben, gib doch einfach ihnen den Anreiz, es doch auch mal wenigstens auf dem Balkon oder in einem kleinen Kübel zu probieren. Das ist dann wirklich was Wunderbares und Schönes und ja, hilft vielleicht auch einfach mehr Leute zurück zur Natur oder zurück zum Garten zu bringen. Ich hoffe jetzt, der Regen stört jetzt nicht ein bisschen. Ich finde es jetzt auch sehr entspannend, dass es mal so runterkommt. Bisschen Erholung, bisschen Ruhe. Und falls sich einige von euch fragen, was ist jetzt mit den ganzen Wassermelonen oder beziehungsweise mit den Bildern oder warum ich sie überhaupt jetzt gerade nicht erwähnt habe bei den Ernten, auf meinem Telegram-Kanal Projekt Peace, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, poste ich die ganze Zeit Bilder von meinen Wassermelonen und die möchte ich mir aufsparen, natürlich für die Wassermelonen-Challenge. Das ist klar, da werde ich so ein kleines Video auch zusammenschneiden, auch eine kleine Sortenvorstellung machen. Das Video wird wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger sein. Gehört für mich auch so mehr in dem Bereich. Das ist das gleiche wie mit den Tomaten. Deswegen habt da noch ein bisschen Geduld. Ich werde die Bilder weiter natürlich auf meinem Telegram-Kanal posten. Und bis halt die letzten Wassermelonen noch reif sind, wird es wahrscheinlich Ende September werden und dann kommt das Video wahrscheinlich Mitte August oder so, je nachdem wie ich halt Zeit habe. Ich hoffe, es gibt da keinen Einsendeschluss, lieber Max. Falls es so ist, dann kannst du es auch gerne in die Kommentare schreiben, weil sonst, ich habe wirklich sehr viele Sorten und ich glaube, es sind über 10 Stück oder sowas und ich würde halt gerne ein ganz schönes Video machen. Falls es sowas gibt und du sagst, ja gut, ich mache mein Video schon vorher und beende die Wassermelonen-Challenge, ist für mich auch kein Thema, ich werde das Video so oder so machen. Von dem her, habt ein bisschen Geduld, freut euch da auch dann später drauf auf die ganzen Melonen. Ich habe da wirklich sehr schöne Sorten und ich muss euch wirklich sagen, die Wassermelonen sind wirklich ein Traum, vor allem auch die Hohlmelonen. Also freut euch schon mal über meinen Beitrag zur Wassermelonen Challenge 2020. Und sonst, was gibt es noch im Garten zu sagen? Beziehungsweise, was hat sich so ein bisschen getan? Ja, also was ich jetzt noch gemacht habe, sind die Herbstaussaaten, beziehungsweise ich habe Salat nochmal ausgesät. Ich hoffe, oder beziehungsweise ausgepflanzt. Ich hoffe jetzt, die Schnecken bei dem Regen werden jetzt nicht ganz so aktiv, sondern fressen mir den ganzen Salat weg. Dann heißt es halt wieder neu setzen, ist halt so. Also ich habe jetzt bei den Kartoffeln und dort wurde ich die Möhren rausgezogen habe bzw. geerntet habe, da habe ich nochmal Zuckerhut und Batavia-Salat und Kopfsalat reingepflanzt, einfach damit ich jetzt eine Ernte noch für den Herbst habe und danach wollte ich ja sowieso wieder in die Tropen und dort das neue Projekt für mich anfangen und bis dahin habe ich jetzt einfach noch mal für die Herbstkulturen gesorgt. Also das könnt ihr natürlich jetzt auch noch machen, also Endivie, Zuckerhut, Salate, wenn ihr die schon vorgezogen habt, könnt ihr noch in die Erde reinstecken, sollten noch was werden. Blumenkohl habe ich auch noch in die Erde gebracht, vorgezogene, und sonst muss man halt dann ein bisschen schauen, was man über den Winter jetzt noch pflanzen kann. Also wenn der Salat auch richtig groß ist, also eine Größe hat, die überstehen dann auch wirklich Frost im Winter, also auch Minustemperatur, wenn sie eine entsprechende Größe haben. Also da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, beziehungsweise jetzt ist noch die Zeit für die ganzen, ich glaube für die ganzen Asiasalate, Chinakohl kann man auch noch alles probieren, beziehungsweise würde ich auch noch probieren. Ich würde auch Feldsalat, kann man auch schon bald sehen, im September, Oktober direkt Aussaat. Portulak oder Postelein, glaube ich, heißt das, kann man auch dann bald aussehen. Der keimt zum Beispiel bei 12 Grad. Das ist halt ein klassischer
ja, Herbst- bzw. Wintersalat. Grünkohl kann man jetzt auch noch versuchen, wenn man jungen Pflanzen hat, einfach in die Erde rein. Probiert es halt einfach, weil, wie gesagt, die Klima sind ein bisschen unterschiedlich. Hier bei mir im Oberbayern im Flachland ist es ein bisschen wärmer. Da gibt es welche, die zum Beispiel, wie der Max vom Gartenkanal, der wohnt, glaube ich, im Baden-Württemberg, so im Weinbergklima, da ist natürlich ein bisschen wärmer. Und für die Leute, die jetzt zum Beispiel in der Nordsee oder Ostsee leben, die haben halt eine andere Klimazone, bei denen ist es halt tendenziell kühler. Da müsst ihr halt wieder für euch schauen, wie bei euch das Klima ist, wann ihr die ersten Fröste zu erwarten habt. Und da muss man einfach selbst schauen. Das sind jetzt so meine Tipps, die ich euch gebe, wie ich das jetzt auch so mache und was ich auch aussehen werde, damit ihr einfach eine kleine Inspiration habt, falls ihr jetzt wirklich ganz neu und keine Erfahrung im Garten habt. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt das Video auch belassen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt, es auch auf Social Media Kanälen teilt, meinen Kanal und meine Videos, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, dass der Kanal immer stetig weiter wächst und ich für euch weiterhin Videos produzieren kann, beziehungsweise auch das Projekt weiter ausbauen kann, und damit sich halt auch immer mehr Leute finden, die mich und meine Arbeit auch unterstützen. Die findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und auch auf meiner Webseite. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Genießt einfach das herrliche Wetter. Genießt eure Ernten. Ich mache das jeden Tag. Und ich muss auch euch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt so die letzten Tage und Wochen sehr viel Strapazen und Ärger, sehr viel Stress halt auch. Ja, und da muss ich auch wirklich sagen, der Garten, die Pflanzen, die Ernte, die lenken mich so gut ab, und das ist halt wirklich, ja, ich muss ganz klar sagen, dieses Erlebnis soll jeder haben, also wirklich in Harmonie mit der Natur leben, die Einfachheit, die Pflanzen und einfach den Moment genießen, und ja, das ist halt einfach das, was ich halt wirklich jedem wünsche. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. So, und jetzt noch für alle, die dran geblieben sind, bekommt ihr natürlich auch den Kurkuma zu sehen. Für die kleine Pflanze. Ich denke, ich werde die dann im Winter reinstellen, beziehungsweise bei meinen Eltern. Ist noch eine ziemlich junge Pflanze, aber ich muss schon sagen, ich glaube, der ist jetzt so an die 50 cm groß. Und hier gibt es dann auch noch die Süßkartoffel Sakura. Dürft ihr jetzt auch mal ein bisschen reinschauen. Da gibt es schon die ersten Knöllchen. Mal schauen, ob es dieses Jahr wird mit der Süßkartoffel. Und dann noch zum Abschluss Feigen! Jetzt ein bisschen spät im Jahr, aber egal, Feigen.